Alle Jahre wieder ist es soweit. Wir sitzen irgendwo, trinken Bier, versaufen eure Spendengelder. Ach nee, das durfte ich ja noch gar nicht erzählen. Aber hallo, schön, dass ihr da seid beim Fotoshooting von Friendly Fire 5. Ist echt schon 5, finde ich super krass. Wir hatten 3 Fotoshootings und einmal davor hatten wir ein Friendly Fire ohne. Peter schon da? Sieht aus wie, weiß nicht, als wenn du eins aufs Maul bekommen hättest. Zeig das mal den Zuschauern. Ich wollte eigentlich nur ein Bier haben. Ich finde das voll krass, das ist schon 5, wa? Ja, das ist 5. Das ist einfach... Ich denke in meinem Kopf die ganze Zeit, das wenn ist nur 5 4. Und ich bin 4. Ja, okay, gut. Und dann haben wir. Arthur ist auch dabei. Arthur, du hast ja was am Auge. Was denn? Hier, wo denn? Ja, nee, jetzt weg. Ja, das Kabel hängt dir leicht drin. Ja. Gut siehst du aus. Danke. Ich finde krass, die Fotos, die gemacht worden sind, ja, gegenüber den Originalfiguren. Ja, also, wenn man dich so sieht oder auch Peter so sieht oder so, ja, dann finde ich so die Originalkostüme so. Schwierig, sag ich mal. Ja. Ja? Also, ist ein schwieriges Setting so generell einfach. Und dann machst du aber die Fotos und die sind halt... Es ist so krank, es ist so krank. Also genau wie du sagst, du guckst drauf und denkst dir, ja, okay, sieht ganz okay aus. Und dann kommt Andi mit seinem Laptop und zeigt dir das Ding und du denkst so, was? Wie teuer ist die Kamera? Sieht echt gut aus. Ja, haben wir von den Spendengeldern bezahlt. Was wir noch alles von den Spendengeldern bezahlt haben, zeigen wir euch doch jetzt. Oh, der guckt ganz böse. Ja, wer bist du? Man kennt dich ja noch nicht. Du warst ja noch nie dabei. Ich bin der Andy. Meine Hobbys sind Fahrradfahren, Schwimmen und Reiten. Auf jeden Fall schießen wir gerade hier. Wir zeigen euch mal eins der Fotos. Da habt ihr zum Beispiel gerade Arturio. Und ich muss schon sagen, ist schon geil. Ja, den gibt es ja nachher im Friendly Fire Kalender. Auf jeden Fall, gebt euer Geld dafür aus. Gebt's uns. Ja, wir machen damit nämlich geilen Scheiß und coolen Stuff. Ja, ansonsten, genau, ja, Christian. Der Monaco-Plan. Die Yacht in Monaco, ich war mit Seppel schon mal auf einer drauf. Die haben uns gesagt, die kostet 500.000 Euro die Woche. 26 Personen haben Platz drauf. Perfekt. Pan ist natürlich auch da. Hi. Hi, na Schnecke, alles gut bei dir? Und wie sehe ich aus? Ja, ist ja nicht so, als wenn du vorher nicht auch schon gut aussehen würdest. Aber gerade ist halt schon so echt, kann man machen. Er ist so ein bisschen Retro, ne? So ein bisschen Retro-Cyberpunk, so wie damals in den Animes. Finde ich. Ja, stimmt. So ein bisschen so in Richtung... 90er Cyberpunk, so wie man sich das vorgestellt hat, wie später ist. Ja, ich musste gerade an den Film Ghost in the Shell denken. So ein bisschen die Richtung vom Style her. Stimmt, ja. Ja. Ist Zufall. Ist denn bequem? Nee. Ich krieg gar keine Luft. Aber ich bin vorsichtig. Nee, ich krieg echt gar keine Luft und ich kann nicht richtig in den Schuhen stehen, aber da tut man nicht alles für diesen wunderbaren Kalender, den man ja bald kaufen kann. Ja, kauft ihn. Wir haben es noch nicht oft genug gesagt, aber ihr könnt einen Kalender erwerben, käuflich. Heute sind wir alle nackt. Das sieht echt nice aus. Ja, also und du gehst jetzt hart Party machen. Ich gehe jetzt hart Party machen. CSD ist ja morgen, also so gehe ich einfach zum CSD. Dann mache ich noch meine Blinkeschuhe an. Ja, hier so. Warte. Und dann geht los. Dann geht los. Dann geht ab der Rave. Ja, dann geht ab der Rave. Ja. Auch eins der vielen Projekte, die wir mit euren Spendengeldern finanzieren. Sepp bekommt so einen Haufen LSD, schmeißt den einmal, wir filmen das Ganze, ja, und er geht auf dem CSD richtig ab, ja. Er wird richtig abrocken. Also wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, kauft den Kalender, kann ich dazu nur sagen. Genau. Was hast du da in der Hand? Stopp, was ist das? Eine Maske. Was für eine? Wem gehört die? Das gehört mir. Ah, okay, dann fragen wir gleich die Heidi. So kommt das ungefähr. Ja, so mehr oder weniger. Aber wir gehen auf jeden Fall mal zu Heidi gleich rüber. Dein Foto war mega geil. Welches Foto? Wir haben eins auf dem Laptop gesehen als Peak. Also du bist das Peak-Foto für den Kalender in der offiziellen Doku. Echt? Ja. Echt? Danke dir. Ich möchte gerne meiner Mutter danken und meinem Papi. Und ich möchte meine Schwester grüßen. Die wird jetzt Mutti. Ich werde Onkel. Wenn wir gleich alle aussehen am Ende nach dem Gruppenbild, gehen wir mal zu Zürich. Hält gar nicht auf. Oh, falsch gemacht und. Du bist voll der Beatboxer. Darf ich mich kurz einmischen? Ja, das für einen guten Zweck. Erik, ja? Wie jedes Jahr. Das Gronkh. Das für, auch für RTL für. Hinter geht's dann der Frauenknast. Okay, drehen wir eine neue Staffel. Jeder bekommt ja seinen Fair Share nachher von den Friendly Fire Einnahmen, die wir ja spenden. Ne? Womit machst du deins immer weg? Du, ich mach das immer jedes Jahr so, nur aus Spaß, ja. Im Dezember in Bitcoins investieren. Das ist mein großer Spaß, ja. Im Januar ist alles weg, dann muss ich mich damit auch nicht mehr belasten, weil es ist ja eh wieder Friendly Fire bald. Ja, was meinst du denn, was so ein Goldhelm kostet? Ja, stimmt. Also,
mein gutes Zuhältergold. Das ist auch Massivgold, ja. Das habe ich. Das ist. Das hier ist auch Blattgold, ja. Ich gehe immer gerne gut essen und dann nehme ich das Blattgold immer mit und nehme mir daraus Kleid. Also ich lasse mir Kleider nehmen von Kindern, natürlich, klar. Indische Kinder. Ja. Das ist, die wir auch mit Friendly Fire unterstützen. Indem du den Job gibst, weil die Blattgoldhemden, mein Gott, nähen. Also indem wir die zum Beispiel importieren und hier die Kellermiete bezahlen. Ja. Ah, genau, wir haben noch Peter. Ja, Peter, hast du dein Bier endlich bekommen? Bist du damit zufrieden? Ist das kühl? Also es war nicht wirklich kühl, aber wir haben hier einen echt guten Mann. Ja? Der hat dann extra nochmal Eis zusammengetan, das Bier da reingelegt, bis es kalt ist und mir dann rausgebracht. Ja, also ist ja auch da tun wir mit den Friendly Fire Einnahmen. Also deswegen, wir können auch sagen, in diesem Jahr werben wir wieder darum, euer größtes Vertrauen zu haben. Was wir brauchen sind, wir sind 11 Leute, also brauchen wir ungefähr 11 Millionen Euro, weil dann können wir alle mit dem Scheiß hier aufhören und endlich anfangen, in Saus und Braus zu leben und ganz viel Drogen zu nehmen, so wie es das gehört für dieses Setting. Das läuft ja wieder durchs Bild, ey. Mein Gott, ey. Ja, am Sturm. Gerade kann man sehr gut sehen, wie Erik als Pimp neben seinen Arbeitnehmerinnen steht. Ja. Von wegen Liebe oder so. Das ist ein harter Job. Lass mal den Bram in die Masse begleiten. Das ist jetzt quasi so ein bisschen... Was ist denn das hier? Das ist das Tonaufnahmegerät. Das gehört doch zum Shooting. Das sehe ich doch gleich. So. Das ist mein Cosplay heute. Oh Mann, ey, lass mir nicht durch das Bild da hinten. Wir müssen hier Reportage machen. Warte, komm mal ganz langsam. Wir müssen so, hier ist das so ein bisschen. Man kennt ja die YouTuber inzwischen, ne? Das ist alles verschiedene Drogen. Da ist Koks dabei, da ist Meth dabei. Da hat man alles einfach, ne? Das ist ja. Wir hatten uns gegen Catering entschieden und mehr für die teuren Drogen. Hier sieht man schon, guck mal, gucken die einfach an. Hier sieht das einfach rein. Ist das ein Meth-Brötchen? Nee. Meth-Brötchen. Ein Meth-Brötchen, ja. Du hast noch nie so gut ausgesehen wie heute. So, hier auch wieder Koks. Hä, klar. Wart ihr hinten auch schon? Wart ihr hinten schon? Hier hinten war der noch nicht. Okay, pass auf. Ich weiß selber nicht, was hier hinten ist. Ist ein bisschen laut und riecht nach Kacke. Der Heider ist da. Hier ist der Funk. Der hat gerade geschissen. Es sieht doch. Kannst du bitte immer so bleiben? Ich probier's. Meine Frau will mich auch gar nicht mehr anders. Leider. Deine Frau wird also ab sofort einen blinden Renten. Oh, das können wir das rausschneiden, bitte, Entschuldigung. Ja. Und dann ist sie so richtig. Die alte Kröte. Klar. Dann Nancy ist auch da. So, Nancy, wie ist es eigentlich, wenn man unter schwierigsten Arbeitsbedingungen für 0 Euro arbeiten muss, während alle anderen so richtig abcashen bei Friendly Fire? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, ich weiß, in deinem Arbeitsvertrag steht drin, du darfst über die prekären Arbeitsverhältnisse hier nicht reden, aber in meinem Vertrag steht das nicht drin. Also, wie ist es denn, wenn man komplett ausgebeutet wird, unter anderem von Gronkh, ja, der sich dann wiederum von indischen Kindern seine Hemden nähen lässt, wie er gerade erzählt hat? Ausbeutung, wir bezahlen mit Reichweite, ja? Genau. So. Die Influencer halt. So wie die Influencer das halt machen, ne? Okay, aber jetzt kannst du mal weiterarbeiten, ist jetzt genug gelabert hier, ja? So, Heider, du musst natürlich, mach erst dein Foto zu Ende, ja? Aber auch dann? Du bekommst ja jetzt auch deinen Fair Share von Friendly Fire Money. Ja. Ja, und wir haben uns ja darauf geeinigt, letztes Jahr lief es ja so gut mit 880.000 am Ende fast. Haben wir ja ein gutes Leben gehabt, gutes Jahr, aber jetzt brauchen wir neue Kohle. Ja. Ne? Was machst du mit deinem Share? Ich weiß noch nicht, also ihr habt ja jetzt gesagt, zumindest Mikkel hat vorher gesagt, ich kriege jetzt die dritte Wurstsemmel in diesem Jahr. Die werde ich auch essen. Also letztes Jahr habe ich mir die ja über das Jahr erhalten müssen. Und ich will aber nochmal Danke sagen, dass ich diesmal 3 kriege. Ja, kein Problem, machen wir gerne. Jeder muss dann mal Gönner machen, wa? Wir gehen auf jeden Fall. Ja, jetzt labern wir nicht weiter, ja? Reicht jetzt hier auch. So, Mikkel natürlich noch, ja? Der Chef im Ring hier quasi mehr oder weniger, wenn man ganz ehrlich ist, ja? Mikkel, ja? Du hast ja jetzt einen grandiosen Plan gemacht. Mit Friendly Fire 1 hast du einen Ruf aufgebaut, ja, dass die ganze Welt glaubt, wir würden was Gutes tun. Mit Friendly Fire 2 hast du dieses Fotoshooting eingeführt, ja, wo wir auch noch dachten, geil, wir machen jetzt diesen Kalender, würden wir damit was Gutes tun, ja. Da bist du von daraus so ganz subtil auf so ein Piraten-Setting gegangen. Was hätte uns eigentlich, hätte ich schon allen mitteilen sollen, so, ne, jetzt fängt er an abzustauben. Jetzt Friendly Fire 5, 880.000 von Euro vom letzten Jahr, ja. Was hast du mit deinem Share gemacht? Wo ist ihr hin? Ja, Chris hat sich eine Yacht gekauft, wurde mir schon gesagt. Gronkh hat sich angefangen, Goldhemden zu nähen. Und du? Ja, ich habe alle meine eigenen Bücher gekauft einfach. Um mein Ranking zu pushen natürlich. Also auch hier wieder ein gutes Beispiel dafür, dass eure Einnahmen richtig vernünftig genutzt werden, um etwas Gutes zu tun. Und zwar für uns selber. Ja, und deswegen, wenn ihr dabei unterstützen wollt, findet ihr wo den Link?
evolve.de/ff5 oder so ähnlich. Wenn der anders sein wird, dann steht er in der Videobeschreibung drin.